Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir hier einen kleinen Platz freigemacht, der so klein gar nicht ist. Und wie der aufmerksame Zuschauer sieht, habe ich da noch mehr gemacht. Ich habe das restliche Gras weggemacht. Hier hinten habe ich noch ein bisschen was an Erde weggeräumt. Und ich habe das deshalb abseits der Aufnahme gemacht, weil ich gesehen habe... oh, was ist das ja eigentlich? Warum ist das Gras hier verkehrt? Na egal. Weil ich... gesehen habe, wie groß das letzte Video geworden ist. Und da dachte ich mir, nö, mach mal das abseits der Aufnahme, dann wird das Video und das nächste nicht so groß und das ist besser so. Ja, das ist auch besser so. Okay, das führt jetzt aber dazu, dass... Achso, ich habe noch was gemacht. Ich war nämlich drüben... Hey, Moment, ich will das Schwert haben. Ich war drüben am Experimentierplatz und habe da noch die Platten rausgenommen und so weiter und so fort. Ich habe auch neue Barren gemacht. Und ein bisschen rumprobiert, damit ich weiß, wie jetzt was wo gemacht werden muss. Und deswegen bin ich jetzt in der Lage, dass ich jetzt hier gleich anfangen kann. So, und zwar erstmal, indem ich da mal eine Werkbank hinsetze. Einfach mal hier hin. Und jetzt brauche ich... Oh. Jetzt brauche ich mal hier Knochenmehl. Gebrannter Ton, ja genau. Ah, da muss ich ja noch mehr machen, richtig. Oder habe ich da schon was? Ah ne, und ich wollte auch noch Bruchstein haben. Okay, gut. Dann müssen wir mal ins Lager gehen. Und etwas Bruchstein holen. So, ja, das wird genügen. Ich brauche ja nicht so viel. Wie sieht es jetzt hier aus? Da habe ich auch leer geräumt alles. Ah ja, doch. Dann lass uns mal zum Agrarplatz gehen. Und Ton machen. Ich habe nachgeschaut, ich habe alles da. Hier, ich brauche Erdessenzen und Wasseressenzen. Und die muss ich einfach so über Kreuz dahin. Ja, so. Hm, doch nicht. Auch nicht. Ich dachte, das war so. Hallo. Dann muss ich ihm doch nochmal nachschauen. Also. Ton. Ton. Jetzt ist das so viel. Okay, ach hier, da. Das muss da oben in die Ecke hin. Ja, na toll. Oh, Inventar ist voll. Noch besser. Ja, okay, gut. Dann kann ich den Rest da drüben machen. Dann schmeiße ich da erstmal was in den Ofen. Oder, ne Moment mal, das muss ja gar nicht in den Ofen. Oder zumindest noch nicht. Genau, noch nicht. Erstmal muss es ja so gemacht werden. Ja, genau. Ach, aber... Ja, komm, das geht so einfacher jetzt. So und so. Also, einfacher nicht, aber schneller. So und so. Zack. Und dann kann ich weitermachen. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Und es bleibt immer noch was übrig. Ja. Wo ist denn das andere Zeug hingeflogen? Ach, da oben. Ja, okay. Ich mach mal hier weiter. So. Wobei ich das aber jetzt tatsächlich drüben machen kann. Und dann kann ich nämlich erstmal schon etwas in die Öfen schmeißen hier. Dass die schon mal was zu tun haben. So. Einmal hiervon. Einmal hiervon. Einmal hiervon. Und da ist noch ein kleinerer Klotz übrig. So. Haben wir denn genug... Kohle, oh ja doch, da haben wir noch genug. Hier, ja, es ist nicht so wahnsinnig viel, aber komm, ich kann ja mal was reinhauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay, das 8, der hat keinen Platz mehr. Das wird noch nachgeliefert. So, 2 da rein. 2 da rein. Und 2 da rein. Und 1 da rein und da hole ich gleich nochmal 1. Ordnung muss sein. Dass da auch wieder verlässlich was drin ist. Naja, gut, irgendwann ist es da zu Ende und dann ist es aufgebraucht. Aber alles halb so wild. So, jetzt mache ich erstmal hier mit weiter. So, ach, da muss ich ja gar nicht an die Werkbank eigentlich. Ja, ist egal. So, da noch, da noch, da noch. Danach, so, dann haben wir wieder ordentlich Ton. Dann nehme ich das hier noch mit. Muss das jetzt in die Werkbank? Das muss ich jetzt mal ausprobieren.
Eigentlich müsste das ja nicht sein, ja genau. Aber es bleibt da wieder was übrig, ja, weil das Inventar einfach so voll ist. Ja, ist eben so. Ist jetzt so ein bisschen Rumhantiererei, aber dann habe ich auf jeden Fall wieder ordentlich Ton und dann, das ist auch sinnvoll. So, muss eben auch mal sein. Und ich brauche jetzt hier für das Projekt, das ansteht, eine Menge Ton. Denn das soll groß werden, das Gebäude. Wo ist denn jetzt hier der letzte Ton hier? Der ist wieder nicht da. So. Also, aber jetzt haben wir ja sowieso nicht mehr viel, oder? Das hier noch. Ach so, das war schon alles. Ich hätte doch gleich viel von beiden mit. Ach nee, und das geht ja sowieso nicht so. So, die beiden müssen vertauscht werden. Hm, das liegt noch hier. Okay, jetzt. Und das andere hat sich da oben hinein verflüchtigt hier. So, nehme ich gleich mal mit hier. Und ein paar von den anderen muss ich noch zusammenbauen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich auch die richtigen erwische hier. So, genau. Und da kommen, dann machen wir auch da noch was draus. So. Und die Hälfte jetzt hierhin und die andere Hälfte dahin. Halt, jetzt habe ich doch wieder so. Okay, jetzt. Aber da geht schon ordentlich was raus hier. Also das ist schon recht effektiv hier. Beziehungsweise effizient. Ach komm, was ist denn der Unterschied nochmal? Effektiv, effizient? Effektiv ist das Richtige... Ne, Moment, ist die richtigen Dinge tun und effizient ist, die Dinge richtig zu tun. Ja, genau. Ich meine, so war's. So, aber ist jetzt egal. Hier noch, da noch was weg. Das und den Rest schmeiße ich auch da noch mit dazu. Und was ist das hier? Gebrannter Ton. Ich habe noch ein bisschen gebrannten Ton übrig. Und hier ist auch schon ein bisschen was fertig. Sehr gut, nehme ich gleich mit. So, dann habe ich wieder ein bisschen was. Rot, ja, Moment mal, ich brauche mehr Rot als, als Weiß. Stimmt. Ich glaube zwar nicht, dass das Weiße schon genügt und von dem Grauen, beziehungsweise Türkis, brauche ich auch was. Ja, okay. Dann geht doch mal schnell ins Färberhaus. Ich nehme mir einfach was mit von dem Farbstoff. So, und dann kann ich das vor Ort machen. Da muss ich da nicht immer hier. Ich meine, auch wenn es einfach ist. So, Rot. Ja, kann ich ruhig mal alles mitnehmen. Weiß haben wir genug da. Was war das? Magenta? Ich muss nachschauen. Türkis, okay. Ja, lasse ich mal so. Wir haben es Nacht, okay. Dann lege ich mich eben ins Bett. So, auch mal wieder hier schlafen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, und dann können wir jetzt von hier aus direkt gleich zur Minenscheune. Oh, ich freue mich schon drauf, die zu bauen. Also die Scheune meine ich jetzt, also ja, okay, bei dir auch, aber in erster Linie meine ich jetzt die, den Kassenkumpel. Das wird nämlich ganz schön kompliziert. Also, ich will jetzt mal schauen, wie groß und wohin, obwohl das eigentlich ziemlich egal ist, oder? Ich fange mal hier an. Katze nervt mich. Ist das groß genug? Ah, das kann man noch ein bisschen größer machen. So, vielleicht nach hinten noch ein bisschen. Wie sieht das von oben aus? Ja, doch, ein bisschen. Ein bisschen größer noch, aber dann nach da hinten. Ja, also ich denke mal... Komm, ich glaube, das ist doch ein bisschen zu groß, oder? Ja, doch. Ich glaube, ich mache da aber hinten ein bisschen weg. Ich kann ja mal von der einen Seite aus anfangen. Oh ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Und dann baue ich sie einfach ein bisschen in die Länge. Die Scheune, wenn ich denn meine. Das heißt, ich fange jetzt mal hier an. Ja, siehst du, da kommt nämlich auch das Wasser. Aber Moment mal, die soll nicht quadratisch werden. Stimmt, richtig. Auf keinen Fall soll die quadratisch werden, sondern schon richtig... Also ja, Quadrat ist ja auch rechteck, aber so ein quaderförmig. Wie heißt denn so ein Rechteck im Grundriss, das kein Quadrat ist?
Wenn ich aber sagen will, das ist ein ganz... Moment, ein regelmäßiges oder reguläres Rechteck, ist das ja genau. Und ein besonderes Rechteck ist dann das Quadrat. Und ein Viereck, das ist natürlich noch wieder allgemeiner. Ja, genau. Also ein reguläres oder regelmäßiges Rechteck. Und eventuell muss ich auch das Ganze nochmal ein bisschen in diese Richtung verschieben, obwohl mir das so eigentlich ganz gut passt. So ein bisschen Abstand zu dem Wasser. So, ich guck mal hier. Dahin. Ja, das... Nee, das ist schon... Das ist schon okay so. Und das in der Breite. Will ich das jetzt so lassen in der Breite? Ja, komm, ein bisschen breiter kann man das noch machen. So, ich denke, das reicht. Jetzt müsste ich natürlich noch herausfinden... ich hätte es gerne so, dass es eine gerade Anzahl ist, weil ich dann mit dem Dach viel leichter hinkomme. Obwohl das eigentlich auch egal ist, oder? Dann nehmen wir es einfach so, wie es ist. Ich wollte ja sowieso erst hier mal anfangen. Ich will hier drin auch einen Boden haben. Aber Moment, der Boden, der muss ja dann eins tiefer sein. Ja, ja, genau. Ah, wie will ich den denn haben? Aus Glattstein. Nee, oder? Glattstein. Ich glaube, das sieht ein bisschen doof aus. Was haben wir denn da so im Inventar hier? Bruchstein? Nee. Ich gehe mal zur Werkbank. Da habe ich einen... Hier, dann ist das Ganze hier breiter und ich habe mehr Überblick. Wie wäre es denn mit... Ja, Türkis nicht, aber... zum Beispiel mit grauem Ton. Der hier zum Beispiel. Ja, genau. Grauer Ton. Na, ist vielleicht ein bisschen dunkel. Hellgrauer Ton oder Sandstein. Ja gut, das kann ich mir immer noch überlegen. Wichtiger ist es jetzt erstmal hier. Ach so, aber da brauche ich jetzt... Da brauche ich ja jetzt erstmal gebrannten Ton. Hier, Rot habe ich schon. Ich brauche mehr Rot als Weiß. Da werden wir jetzt eben öfter wieder hin und her laufen müssen, um den Ton zu holen, aber das macht ja nichts. Hauptsache, wir haben was. So, den mal dahin. Farbstoff nehme ich wieder mit. Ich könnte auch mal eine Kiste dahin stellen. Ja, gut, aber noch geht das alles. So, dann würde ich gerne das an der Ecke wegmachen. Und hier einen weißen Akzent hinsetzen. So. Und dann geht das hier mit Rot weiter. So, sind wir schon durch hier? Nee. Da und ein weißer sind hier. So. Und da in der Mitte soll ein Eingang sein. So. Ist das jetzt hier die Mitte? Ich hab natürlich wieder keine Erde mit. Da muss ich eben so zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bruchsteine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht nicht. Das heißt, ich muss das hier ein wenig verschieben. Jetzt habe ich da 8 und da 7. Da muss ich das Ganze hier ein bisschen breiter machen. Denn wenn breiter, dann an dieser Stelle. Ach so, da muss ja hier wieder ein weißer hin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ach komm, ich will da Erde hinsetzen. Ich hole mir einfach mal Erde von da hinten. Wenn die Schaufel das noch mitmacht. Ich brauche hier nur... Ach so, na gut. 2, 3, 4, 5, 6, 8. So, das sollte genügen. Das sind Schnecken. Die macht es gerade noch mit. So, jetzt habe ich 10 Blöcke Erde. Ah, das war einer zu viel. Und 2 sind noch übrig. Okay, das sind 8. So, wenn man zu faul ist zum Zählen, macht man es einfach so. Oh, die nerven mich. So, okay. Aber das passt auch. Dann kann ich da noch eine schöne Tür reinmachen.
Ja, okay. Ja, das wird jetzt komplizierter, auch hochzukommen dann. Aber, na gut. Ja, und wieder runter, ne? Gut, ich baue das jetzt einfach mal alles so zu. Aber, oh, Moment mal, bevor ich das vergesse. Ich will mal lieber das hier wegmachen. Beziehungsweise noch besser, da ich ja schon die Länge jetzt mal festgelegt habe, mache ich das gleich mal so. Und auch, ja, da kann ich noch offen lassen. Das kann ich noch offen lassen. Vielleicht mache ich das Ganze doch noch ein bisschen länger. Aber ich glaube, von der Breite her könnte es sogar noch ein bisschen mehr werden. Werde ich dann sehen. Oh je, da werde ich aber echt viel Material brauchen. Naja, ist eben so. So, ich kann mal hier mit Weiß weitermachen. So, um Fenster und so weiter kümmere ich mich dann später noch. Ach, ich habe ja eine Idee. Ich mache einfach mal... Hier, ich mache einfach mal die eine Seite erst fertig. Die eine Hälfte von der Tür. Also von der Frontseite. Ja, ja, aber andererseits müsste ich das ja auch von der Seite ein bisschen sehen können. Von der Seite, also von vorne in dem Fall. Wie hoch das Ganze denn jetzt schon ist.